So, hallo. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. 20 Minuten sind kurz, deswegen steige ich jetzt direkt in das Thema ein. Wenn man heute durchs Internet surft, sich die Nachrichtenseiten anschaut, dann stößt man auf Meldungen wie: Das Internet, wie wir es heute kennen, wird es bald nicht mehr geben. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Schlagzeilen wie: Die nächste Lobbyschlacht um unsere Privatsphäre hat begonnen. Ja? Alles Hintergrund: Reform der E-Privacy-Richtlinie und künftig E-Privacy-Verordnung. Also da sieht man schon, dieses Thema erregt die Gemüter. Aber was ist denn das eigentlich überhaupt? Aber bevor ich jetzt richtig anfange, möchte ich euch eine Frage stellen. Wer von euch glaubt, dass diese Aussage hier richtig ist? Per Gesetz sind eure Instant-Messaging- und Voice-over-IP-Konversationen vertraulich und niemand darf ohne eure Einwilligung auf diese zugreifen. Also, wer glaubt, es ist richtig? Hände hoch. Ja, so ein paar. Wer glaubt, es ist falsch? Hände hoch. Ja, es sind auf jeden Fall mehr. Die Antwort gibt es gleich. Okay, ich muss jetzt einmal noch einen Schritt zurück machen und euch leider die bisherige Rechtslage erklären. Ja? Also bisher war es so: Wir hatten bisher die europäische Datenschutzrichtlinie von 1995. Ja, die ist auch die Basis für unser deutsches Bundesdatenschutzgesetz. Und außerdem gab es dann noch die Richtlinie für elektronische Kommunikation, auch E-Privacy-Richtlinie genannt, aus dem Jahr 2002. 2009 wurde sie novelliert. Diese Richtlinie detailliert und ergänzt die Datenschutzrichtlinie. Also insofern führt sie extra strengere Regelungen für den besonders sensiblen Bereich der Telekommunikation ein. Ja, das ist auch der Grund, warum Telekommunikationsunternehmen wie beispielsweise die Telekom keine SMS mitlesen dürfen oder Anrufe abhören dürfen. Aber das Problem ist, beide dieser Richtlinien sind veraltet und deswegen gibt es jetzt eine Reform oder gab eine Reform. Denn künftig ist es so: Wir haben dann jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Die wurde 2016 beschlossen und ab 2018 wird sie tatsächlich angewendet. Und diese Grundverordnung soll eben für ein einheitliches Datenschutzniveau in ganz Europa sorgen. Und auch hier ist es jetzt wieder so, dass wir künftig dann die E-Privacy-Verordnung haben werden. Die wurde am 10. Januar durch die Kommission vorgestellt. Und auch die soll dann die Datenschutzgrundverordnung wieder detaillieren und ergänzen. Also wieder strengere Regelungen für den sensiblen Bereich der Telekommunikation einführen. Was hierbei wichtig ist: Wie auch die Richtlinie vorher, geht sie über die Datenschutzgrundverordnung hinaus. Denn die Datenschutzgrundverordnung behandelt nur den Schutz personenbezogener Daten. Hierbei geht es aber auch um das Recht auf die Vertraulichkeit der Kommunikation. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ihr, vielleicht nicht mehr ganz brandaktuell, aber wenn ihr von einer Telefonzelle eine andere anruft, ja, dann mögen beide Teilnehmer vielleicht anonym sein, ja, aber die Kommunikation ist trotzdem hierdurch geschützt. Der Plan ist, dass hier die E-Privacy-Verordnung ab Mai 2018 auch angewendet werden soll, gleichzeitig mit der Datenschutzgrundverordnung. Ob das tatsächlich klappt, steht allerdings in den Sternen. Man kann da wahrscheinlich skeptisch sein. Mit der E-Privacy-Verordnung kommt aber eine große Neuerung. Denn die bisherige E-Privacy-Richtlinie galt grundsätzlich nur für Telekommunikationsunternehmen, eben wie gesagt Telekom oder O2 oder die ganzen großen Telcos. Das ist auch der Grund, oder diese dürfen keine Inhalte lesen und Metadaten nur mit Einwilligung der Betroffenen verarbeiten oder auf einer anderen gesetzlichen Grundlage. Aber hiervon nicht eingeschlossen waren bisher sogenannte OTT-Dienste, Over-the-Top-Dienste. Und das sind Telekommunikationsdienste, die eben Telekommunikation anbieten, aber selber keine eigene Infrastruktur dafür bereithalten. Ja, das sind wie beispielsweise Instant Messaging, Textnachrichten, Voice over IP, also WhatsApp, Signal, Skype und wie sie alle heißen. Und die meiste Kommunikation, wie man hier auch auf dem Chart sieht, läuft heutzutage oder immer verstärkt über diese OTT-Dienste. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute auch nicht richtig verstehen, warum beispielsweise die SMS gesetzlich besonders geschützt ist, aber die Textnachricht, die nicht. Und das hier ist jetzt genau dieselbe Frage, die ich euch vorhin gestellt habe. Und hier sieht man, also die richtige Antwort ist nein, sie sind nicht so geschützt. Ja, es darf ohne eure Einwilligung darauf zugegriffen werden. Und in Europa beantworten 58% die Frage falsch und in Deutschland sind sogar 62%.
Ja, also hier Fachpublikum und so, ich freue mich, dass hier so viele die Antwort richtig hatten. Wenn man die Bevölkerung allgemein fragt, ist das nicht so. Und das, wie gesagt, versteht halt keiner. Und das ist eben, diese Gründe spielen auch mit rein, warum diese Over-the-Top-Dienste künftig in den Anwendungsbereich der E-Privacy-Verordnung mit aufgenommen werden sollen. Auch die Telekommunikationsunternehmen haben sich in der Vergangenheit beschwert. So, die machen ja quasi fast, die OTT-Dienste machen fast das Gleiche wie wir. Warum gibt es dafür andere Regelungen? Und jetzt ist die Idee in der Europäischen Union so, dass man ein einheitliches Spielfeld schafft mit der E-Privacy-Verordnung. Also die Anforderungen, die Datenschutzanforderungen an die Telekommunikationsunternehmen werden etwas abgesenkt. Dafür werden die Anforderungen an diese OTT-Dienste erhöht. So, okay. Wo stehen wir hier jetzt im politischen Prozess? Ja, ich werde euch jetzt nicht hier das Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union erklären, ich mache es ein bisschen einfacher. Das hier ist Mario Lauristin. Ich habe ja vorhin schon gesagt, am 10. Januar hat die Kommission ihren Vorschlag vorgestellt. Das hier ist die Berichterstatterin des federführenden Ausschusses. Und sie hat jetzt Änderungsvorschläge an dem Kommissionsvorschlag eingereicht. Aber sie ist nicht die Einzige in dem federführenden Ausschuss. Da sitzen dann noch die Schattenberichterstatter der anderen Fraktionen. Auch die schreiben alle Änderungsvorschläge und bringen die auch in den nächsten politischen Prozess ein. Aber auch das sind nicht alle im Europäischen Parlament. Es gibt noch beratende Ausschüsse. Hier sei mal beispielsweise der Juryausschuss mit dem Axel Voss als Berichterstatter genannt. So, und die alle, und da sind wir jetzt, das ist jetzt der aktuelle Stand, die alle haben ihre Änderungsvorschläge eingereicht und die verhandeln nun untereinander über diese Änderungsvorschläge und stimmen die nachher ab. Genau dasselbe passiert auch im Europäischen Rat, also da, wo die Mitgliedstaaten sitzen. Federführend für Deutschland ist das Wirtschaftsministerium mit Brigitte Tsipras als Ministerin. Auch da passiert dasselbe. Die einigen sich untereinander auf einen Vorschlag und dann beginnen Parlament und Rat untereinander eben die Vorschläge zu verhandeln und nachher hinten raus soll dann die Verordnung kommen. Ich kann schon mal verraten, von denen auf der linken Seite kamen grundsätzlich eher verbraucherfreundliche Vorschläge und von denen auf der rechten Seite, naja, geht so. Aber da komme ich jetzt, und ich werde mich jetzt in meinen Ausführungen auch vor allem eher auf die rechte Seite konzentrieren. Okay, was sind denn jetzt eigentlich die großen Streitpunkte? Das sind im Prinzip drei Punkte. A, unter welchen Bedingungen dürfen Kommunikationsdaten und darunter sind Metadaten und Inhalte gefasst, verarbeitet werden? Zweitens, unter welchen Bedingungen dürfen Informationen verarbeitet werden, die auf den Geräten der Endgenutzer gespeichert sind oder sich auf diese beziehen? Ja, das ist so der EU-Code-Sprech für Tracking. Also da geht es sowohl um Tracking als auch tatsächlich um den Zugriff auf die Daten auf den Geräten. Und drittens ist der Themenblock Einwilligung und Voreinstellung zur Privatsphäre. Okay, Punkt 1. Unter welchen Bedingungen dürfen Kommunikationsdaten verarbeitet werden? Bei Metadaten sieht der Vorschlag der Kommission Folgendes vor. Diese dürfen verarbeitet werden, wenn es für die Durchführung der Kommunikation erforderlich ist, wenn es erforderlich ist zur Rechnungsstellung, zur Sicherstellung oder zur Sicherheit der Kommunikationsnetze und Dienste und mit Einwilligung des Nutzers. So, that's it. Inhalte dürfen nach dem Vorschlag verarbeitet werden mit Einwilligung des Nutzers oder der Nutzer, die an dem Kommunikationsvorgang beteiligt sind. Ja, that's it, das ist es auch. Ja, und das Ganze ist grundsätzlich aus unserer Sicht auf jeden Fall okay, das ist ein guter Vorschlag. Es sind zwar noch Details offen, ja, wie unterscheidet man jetzt Metadaten und Inhalte, das ist ja häufig nicht ganz einfach und noch ein paar andere Fragen. Und hierzu gibt es auch gute Vorschläge aus dem Europäischen Parlament, eben von denen auf der linken Seite, Lauristin, Albrecht und Ernst. Das geht dann auch in die Richtung oder würde in die Richtung gehen, wie es sich die Kommission vorgestellt hat. Denn auf der einen Seite erweitert es die Möglichkeiten der Telekommunikationsdienste. Ja, Metadaten durften nämlich mit Einwilligung bisher nur verarbeitet werden, wenn das Ganze einen Zusatznutzen für den Verbraucher hatte. Jetzt geht die Einwilligung für jeden Nutzen, wo der Verbraucher eben zustimmt. Und Inhalte war bisher gar nicht. Auf der anderen Seite, im Vergleich zur Datenschutzgrundverordnung, hebt es den Standard bei den OTT-Diensten. Denn eine Verarbeitung ist nicht möglich, zum Beispiel ohne Einwilligung auf Basis einer Interessenabwägung. Ja, das ist ein Konstrukt, das wir auch in der Datenschutzgrundverordnung finden. Das heißt, ein Unternehmen kann hingehen und sagen, okay, ich habe hier berechtigte Interessen zur Datenverarbeitung und ich wäge das ab mit den schutzwürdigen Interessen der Betroffenen. Und dann komme ich meistens zu dem Schluss, okay, die Datenverarbeitung kann ich machen.
und der Betroffene hat dann eine Möglichkeit zu widersprechen, also eine Opt-out-Möglichkeit. Und was auch nicht möglich ist, ist eine ohne Einwilligung die Daten zu anderen Zwecken verarbeiten. Auch das sieht die Datenschutzgrundverordnung in gewissen Grenzen vor. Ja? Und das Ganze hier ist auf jeden Fall sehr gut, dass das hier so ist. So, jetzt gibt es aber noch andere Vorschläge. Und zwar gibt es weitere Forderungen, gerade aus der konservativen Ecke von der rechten Seite, die ich eben genannt habe. Der Herr Voss zum Beispiel, der sagt, Metadaten sollen komplett aus dem Schutzbereich der Verordnung fallen. Ja, die sollen hier überhaupt gar nicht als besonders sensibel gelten, sondern sollen einfach nur unter die Datenschutzgrundverordnung fallen. Der Herr Boni, der meint, dass die Verarbeitung von Metadaten eben auf der Grundlage dieses berechtigten Interesses, also mit einem Opt-out-System, möglich sein soll. Und auch, dass man Metadaten zu weiteren Zwecken, zu kompatiblen Zwecken verarbeiten darf. Und andere Konservative gehen sogar dann noch weiter. Die fordern beispielsweise eine explizite Erlaubnis für Telekommunikationsanbieter, Werbetracking durchzuführen. Die Bundesregierung konnte sich nicht auf eine einheitliche Position zwischen den Ministerien einigen und wird jetzt dann eben ohne eine feste Position hier in die Ratsverhandlungen gehen. Ja, und da sieht man, dass sozusagen das Schutzniveau für die Telekommunikationsunternehmen herabgesenkt wird, aber bei den OTT-Diensten im Prinzip mehr oder weniger gleich bleibt. Und das ist halt schon ziemlich krass. Wir regen uns hier über die Vorratsdatenspeicherung auf, aber das hier würde eben bedeuten, dass die Telekommunikationsunternehmen die Metadaten speichern können, sie verarbeiten können ohne eine Einwilligung und sie dann auch zu anderen Zwecken verwenden könnten. Der zweite große Streitpunkt: unter welchen Bedingungen dürfen Informationen verarbeitet werden, die auf den Endgeräten der Nutzer gespeichert sind oder sich auf diese beziehen? Ich sagte ja eben schon, im Prinzip geht es hier vor allem um Tracking. Ja? Und davon soll jedes Tracking erfasst sein, also Cookies, Device-Fingerprinting, Browser-Fingerprinting und so weiter und so fort. Aber hier jetzt auch erst noch mal eine Frage. Wem von euch ist es denn wichtig, dass nur mit eurer Einwilligung auf persönliche Informationen wie Fotos, Kalender, Kontakte auf euren Computer, Smartphones und Tablets zugegriffen werden darf? Also, wem ist es wichtig? Ja, wem ist es unwichtig? Okay, überrascht mich nicht. Ihr seid in guter Gesellschaft. Auch die EU-Kommission hat diese Frage gestellt. Und hier sieht man, dass in der gesamten EU natürlich die Zustimmungsraten dafür gewaltig sind. Der Vorschlag der Kommission geht jetzt auch in eine ganz gute Richtung grundsätzlich, denn ja, demnach dürfen diese Informationen von den Endgeräten oder Tracking nur vorgenommen werden, wenn es für die Durchführung der Kommunikation notwendig ist oder um einen vom Nutzer gewünschten Dienst zu erbringen oder mit Einwilligung des Nutzers oder für die Messung des Webpublikums. Ja, wie ich sagte, grundsätzlich okay, aber auch hier wieder Fragen, das ist offen, okay, Messung des Webpublikums, zu welchem Zweck und gibt es da dann noch irgendwelche anderen Sicherheitsmaßnahmen, die da getroffen werden müssen? Das ist alles noch nicht so ganz klar. Da muss auf jeden Fall noch dran gearbeitet werden. Es gibt da auch gute Vorschläge, auch aus dem Europäischen Parlament, wieder von denen von der linken Seite, Lauristin, Albrecht und Ernst. Aber es gibt auch wieder von denen auf der rechten Seite eher Gegenvorschläge. Beispielsweise fordert der Herr Voss, ja, wen überrascht, eine komplette Streichung dieses kompletten Artikels. Der Herr Boni meint auch, dass Tracking auf Rechtsgrundlage der Interessenabwägung möglich sein soll, also reines Opt-out-Prinzip, dass die Daten dann auch wieder zu anderen Zwecken weiterverarbeitet werden dürfen und dass bei pseudonymen Daten gar keine Einwilligung notwendig sein soll. Auch hier gehen wieder manche andere Konservative noch einen Schritt weiter. Die fordern beispielsweise eine Verarbeitungsmöglichkeit für Forschungszwecke oder zur Durchsetzung von Urheberrechten oder die explizite Einführung von Tracking-Walls oder Cookie-Walls, ja, dass, wenn ihr eine Webseite besucht, ihr den Inhalt nur zu sehen bekommt, wenn ihr dem Tracking zustimmt. Für diesen Bereich konnte man sich innerhalb der Bundesregierung auch nicht auf eine einheitliche Position einigen zwischen den Ministerien. Deswegen geht die Bundesregierung hier ohne feste Position in die Ratsverhandlungen. Der dritte Punkt ist die Einwilligung und die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre. Auch hier wieder erst eine Frage. Wer stimmt dieser Aussage zu? Die Vorstellung eures Webbrowsers sollte verhindern, dass eure Informationen geteilt werden. Wer stimmt dem zu? Wer ist dagegen? Ja, auch wieder nicht überraschend, wie man hier auch sieht, EU-weit geht das alles in dieselbe Richtung. Was in der Umfrage hier auch noch ganz spannend war,
Die Teilnehmer wurden auch gefragt, wer von ihnen hat denn schon mal seine Voreinstellung im Webbrowser geändert? Und das sieht man, dass vor allem ältere Menschen oder Menschen mit einer geringeren Schulbildung deutlich seltener ihre Voreinstellungen ändern. Und das sind eben auch dann die Leute, die durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen geschützt werden würden. Trotz dieses relativ klaren Ergebnisses in der Umfrage hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, der jetzt nicht so gut ist. Denn wenn ihr beispielsweise einen Webbrowser installiert, soll künftig ungefähr so ein Pop-up erscheinen, wo ihr gefragt werdet, akzeptiert ihr alle Cookies oder nur First-Party-Cookies oder lehnt ihr alle ab? Und man kann die Installation nur fortsetzen, wenn man hier was aussucht. So, das hilft natürlich genau den Leuten, die ich eben genannt habe, nur relativ wenig. Denn auch hier werden viele dann erstmal nicht wissen, okay, was sind jetzt First-Party-Cookies, Third-Party-Cookies? Also das ist keine echte datenschutzfreundliche Voreinstellung. Dann ist es eine Generaleinwilligung, der erste Punkt hinsichtlich Cookies. Wie kann ich allen Cookies zustimmen, ohne dass ich überhaupt weiß, was damit gemacht wird? Und es ist halt nur für den Browser bezogen und nur auf Cookies bezogen und nicht Tracking allgemein. Auch hier gibt es wieder gute Vorschläge, auch hier gibt es wieder Gegenvorschläge. Herr Voss, wen überrascht, möchte die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen komplett gespeichert haben. Andere konservativ oder möchte, dass Kopplung möglich ist, also dass ich grundsätzlich sagen kann, okay, du kannst den Dienst nur nutzen, wenn du einwilligst. Andere Konservative fordern implizite Einwilligung, also dass ich beispielsweise nur dadurch, dass ich eine Webseite nutze, der Datenverarbeitung zustimme. Und sie fordern auch, dass so eine Zustimmung meiner Einstellung in meinem Webbrowser überwiegt. Ja, also das heißt, durch die Nutzung der Webseite stimme ich zu und egal, was ich dann in meinem Browser eingestellt habe, diese Zustimmung soll dann gelten. Und was auch gefordert wird, ist generelles Verbot von Anti-Tracking-Software. Bundesregierung konnte sich hier nicht auf eine Position einigen und geht ohne Position in die Ratsverhandlung. Okay, jetzt habe ich hier ganz viel gesagt, was alles gemacht wird. Was könnt ihr jetzt machen? Ja, ein großes Problem ist, dass man momentan eben fast nur so Schlagzeilen liest, wie ich es vorhin von der Wirtschaft vorgelesen habe. Das Internet geht unter und da braucht es eigentlich eine deutlichere Gegenstimme. Und die Verlage selber, das Interesse bei denen ist nicht so hoch, das Thema zu thematisieren, denn sie sind eher ein Player in diesem Tracking-Geschäft. Also deswegen ist es wichtig, macht es zum Thema, bloggt drüber unter dem Hashtag ePrivacy, beteiligt euch an der Diskussion. Wenn ihr lest von der Wirtschaft, dass das Internet untergehen würde, sagt ihnen, wie wichtig es ist, dass eure Privatsphäre erhalten bleibt. Hier habt ihr auch nochmal die wichtigen Personen, die sind auch alle am Twittern, die kann man auch nochmal antwittern und die auf der linken Seite unterstützen in ihren Positionen und die auf der rechten Seite nett darauf aufmerksam machen, dass auch wir ein Interesse und eine Stimme haben. Und hier habe ich euch nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also erstens, keine Verarbeitung von Metadaten, Inhalten und kein Tracking auf der Rechtsgrundlage der Interessenabwägung. Keine Weiterverarbeitung von Metadaten, Inhalten und Informationen von den Endgeräten der Nutzer zu anderen Zwecken und echte datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Ja, vielen Dank.